Herzlich willkommen, meine Freunde, zurück zu Poké MMO. Wir sind hier in der Traumbranche und wir gehen jetzt mal weiter. Ich habe hier ein paar Pokémon ein bisschen trainiert. Nagelotz ist auf Level 8, Felio ist auf Level 8 und Dioclef ist auf Level 11. Und mein Otaro ist noch auf Level 12, wie im letzten Part. So, deswegen würde ich sagen, wir machen einfach mal weiter und bekämpfen die hier alle und legen uns gleich auch gegen den Arena-Reiter an. Ach, da freue ich mich ja schon drauf. So, Nagelotz als Gegner. Level 7, okay. Müsste kein Problem sein. Kampf. Aquaknarre. So, kein One-Hit, okay. Oh, Kampf, Aquaknarre. So, das haben wir schon mal geschafft. Super. Super gut. 92 Erfahrungspunkte. Level 13. Energiefokus. Oh. Komm, besser als guten Start. Auf jeden Fall. 1, 2 und... Wups. Ah, Schwupp. Okay, Schwupp. Nicht Wups. So, Level 13. Nagelotz, Level 7 wieder. Machen wir wieder Aquaknarre. Das ist, glaube ich, das Beste, was wir machen können zur Zeit. Ah, fast gekriegt. Komm, nochmal Aquaknarre. Super, super, super. Reicht das schon für Level 3? 14. Dioclef. Dioclef, ja. Was soll ich denn sonst anderes machen außer Aquaknarre, ne? Ach, Dioclefs Augen sind so niedlich, ey. Och, Mann. Die glaube ich nicht solche coole Augen. Ich kann die Japaner schon verstehen, dass sie große Augen mögen. Sind schon wirklich schön. Ja. Okay, den haben wir. 112. Super. Hallo. Kannst du gehen? Du, sag doch mal, was war denn dein erstes Pokémon? Ein Otaro? Verstehe. Dann passt dieses Grillmack ja wie die Faust aufs Auge. Es hat einen Vorteil gegen Pokémon des Typ Gras, gegen die dein Otaro ja benachteiligt ist. Sag, willst du die Skillmark haben? Ich würde sagen, ja. Hier, bitteschön. Es kann Feuerattacken benutzen und ist somit effektiv gegen Pflanzen-Pokémon. Oh, cool. Haben wir jetzt Skillmark auf Level 10. Was? Das hat irgendwas mit... Ja, okay. Egal. Wir können das jetzt mal nach oben packen. Kämpfen mal damit ein bisschen. Hier ist ein Pokéball. Abwehr, okay. Können wir eigentlich schon was machen? Nee. Ach so, weil wir noch keinen Zerschneider haben. Oh, da müssen wir ja erst die Arena machen. Ja, okay, ich hab's verstanden. Hab's verstanden. Aber erstmal heile ich, glaube ich, mein Pokémon. Bei Otaro geht's nicht ganz so schön. Ganz so gut. Oh, Brutalanda, da jemand cool. Ja. Mach meine Pokémon fehlt. Dankeschön. So, schnell wieder raus. Und, hallo. Du, möchtest du eine Arena leider? Hier bist du leider... Oh, ich muss erstmal den Typen deiner Trainerschule besiegen. Okay, dann machen wir das als erstes. So, der hat, glaube ich, auch einen Serpifeu, oder? Ja, ich meine schon. Ich meine, der hätte einen Serpifeu gehabt. So, komm. Komm, Scheren. Ich fordere dich wieder heraus. Diesmal gewinne ich. Ja, ich habe mein Pokémon alle trainiert. Nur für dich. Serpifeu für euch schon wieder. Okay, Grillmark, komm raus. Oh, dieses Feueräschchen. Ein Escher. Wie viel Schaden macht das? Ich hoffe nur. Und. Ja. Sieht ganz gut aus. Kommt noch mal ein Escher. So, dann ist das schon mal weg. Ist die Gefahr von Scheren schon mal gebannt. Und 60 Erfahrungspunkte. Und ein Video. Das könnten wir vielleicht auch mit einem Escher wegklatschen. Oder? Na? Boah, als ob Serpifeu kaum Erfahrungspunkte gebracht hat. Was hat denn? Oh mein Gott. Egal, schaffen wir auch so. Ohne Level Up. Gut gemacht, gut gemacht.
114. Ja, ist ganz gut. Fidio gibt einfach mehr Erfahrungspunkte ab als Zappifoy. Okay. Gut, drei Sinnebären, dankeschön. Gibst du deinem Pokémon diese Beere mit, so isst es sie im Kampf von selbst, sobald seine KP schwinden. Von Menschen hergestellte Items wie Tränke kann es aber nicht selbst verwenden. Also viel Glück. Dankeschön, Sharon. Wir sehen uns in der Zukunft. Jetzt muss ich hier wieder Heidi Heidi machen. Und gleich kämpfen, glaube ich, gegen Ben. Ich glaube, der heißt Ben. Ich bin mir nicht mal hundertprozentig sicher, aber ich glaube, in der Serie hieß er Ben. Oder? Wie? Also, ich arbeite hier als Arena-Leiter, aber wer bist du denn? Du willst dich in der Arena beweisen? Dann verrate mir doch bitte, welches dein Starter-Pokémon ist. Na, welches wohl Otaro verstehe. Das tut sich gegen Pokémon des Typs Gras schwer. Du solltest dir also eine passende Gegenstrategie überlegen. Also, ich erwarte dich drin. Ich meine, er hieß Ben. Im Deutschen. So. Ja, bla bla bla. Jetzt kommt hier dieses komische Quiz. Tafel Wasser, danke schön. Was ist gegen Feuer effektiv? Natürlich Wasser. Vor allem ist das ja richtig fail. Weil hier muss man ja trotzdem kämpfen, sehe ich gerade. Na gut. Dann gucken wir mal, was er hat. Was hast du denn für Pokémon? Herr Kellner. Ein Dottef. Level 11, ein Level höher als ich. Dann Kampf und Einmischung. Sieht man eigentlich den raus, wenn ich das so spiele? Muss ich mal gucken. Ansonsten spiele ich mit dem Pfeiltasten und nicht mit der Maus. Aber mit der Maus ist es am leisesten. Das gefällt mir am besten eigentlich. Eigentlich schon. Ja, hier, okay. Aua, das hat Schaden gemacht, hey, Jorklet. So, das war's aber für dich. Hab dich eingeäschert. 155, ja, nein, oh Mann, kein Level Up. Du bist so gut. Ja, danke, danke. So, jetzt kommt jetzt wieder noch ein Jorklet. Jetzt kommt viel Leo. Denke ich, weil hier eine Frau steht. Ist ja meistens so, ne? Frau gleich Filio. Ne? Dame, ich wusste es. Ein Filio. Mehr könnt ihr nicht. Habt ihr nicht zu bieten. Ja, euch mach ich auch gleich. Sammeln. Ein Eschern. Und. Oh Gott, nicht mal die Hälfte. Okay. Aber eins müssen wir, glaube ich, sogar noch besiegt bekommen. Und gut, haben überlegt, dann machen wir auch mal Kratzer und haben es geschafft. Super. 143, nice. 11. Noch ein Video. Dann machen wir nochmal hier ein Eschern. Vielleicht macht es der Silberblick oder so. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Nee, macht's nicht. Okay. Dann hole ich jetzt. Komm, Fidio. Probier dein Glück. Probier dein Glück mit Kratzer. Und wie viel Schaden? Okay. Ist in Ordnung. Vielleicht haben wir echt Glück. Und Fidio staubt jetzt die Erfahrungspunkte ab. Oder vielleicht nicht. Oder vielleicht auch nicht. Das macht keinen 11 Schaden, das ist in Ordnung. Gut, Video super gemacht. Ach, reicht nicht, ne? Nee, schade. Schade, schade. Dann gibt's hier noch einen Gegner? Nee, da ist der Arena-Leiter. Dann gehe ich mal kurz meinen Pokémon wieder heilen. Und dann haben wir, glaube ich, schon den Orden in der Tasche, Alter. Ich werde auf jeden Fall auch noch die Traumbrache in diesem Part hier machen, ja? Egal, ob der Part dann 30 oder 40 Minuten geht. Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Oh, super. Ich würde nämlich im nächsten Part schon gerne die Stadt hier verlassen. So, hopp, hopp, hopp. Gut, hier einfach rüberlaufen. Hallo. Feuer.
das war schon ein bisschen cool, aber ist irgendwie zu leicht gewesen. Willkommen im Pokémon, in der Pokémon Arena von Orion City. Ich bin der Feuerige Mike. Feuer-Pokémon hat er und das ist Colin, der hat Wasser-Pokémon und Benny, der Pflanzen-Pokémon-Typ. Super. Und jetzt muss ich natürlich den Pflanzen-Pokémon-Typ besiegen, ja? Ja. Oh, du hast Pflanze gewählt? Okay, dann gehen wir zurück. Und du besiegst ihn. Ja, mach ich auch. So. Hallo Benny. Wasserviecher aussieht, weiß ich gerade gar nicht mehr. Was gibt's denn noch für Affen? Sonst noch keins ein. Ah doch, aus Sonne und Mond gibt's noch eins. Ich weiß den Namen nicht. Ich glaube, da fängt mit Y an, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Kampf, ein Erschaden. Komm, das schaffst du. Bist du ein Affe? Affen schlagen doch bestimmt Hunde, oder? Tackle. Aua, aua, aua. Okay, gut gemacht. Gut gemacht. Mein kleines Max hier. Oh, es hat einen Sterbegeräusch gemacht. Oh. Für Mark, kannst du eigentlich auf Flammenwurf oder so? Hoff mal schon. Ja, danke schön, danke schön. Oh, der Orden. Ah, cool. Cool. So. Tschim. Ah, super. Den ersten Orden haben wir gemacht. Super. Im dritten Part. Das ist ja cool. So, Kraftschuh. Okay. Haben wir eigentlich Zerschneider? Haben wir schon Zerschneider? Rucksack. Hier? Ne, haben wir nicht. Wo kommt man denn nochmal Zerschneider her? War das aus der Stadt hier? Weil ich meine, wir hätten schon mit allen gesprochen, oder? Ah, da. Okay, wo kommen wir jetzt von Vivien? Vivien, die erforscht Träume. Ihr wollt also alle Pokémon in einer Region treffen, nicht wahr? Oh, zur Treppe bitte hier entlang. Okay. Mein Zimmer ist hier oben. Bitte kommt doch mit hinauf. Ich stelle mich am besten nochmal vor. Mein Name ist Vivien. Wie du sehen kannst, bin ich Wissenschaftlerin. Bei meinen Forschungen beschäftige ich mich übrigens mit dem Pokémon-Training. Mit Professor Esche bin ich schon seit unserer Studienzeit befreundet. Sie hat mich gebeten, euch zu unterstützen. Und das tue ich dann auch gleich mal. Hier, das sollte als nützlich erweisen. Eine versteckte Maschine. Zerschneider. Cool, danke schön. Blablabla. Die Pokémon können auch Attacken erlernen, die außerhalb des Kampfes einsetzbar sind. Mit diesen versteckten Maschinen kannst du deinem Pokémon die Attacke Zerschneider beibringen, mit der man kleine Bäume fällt. Und genau wie die technischen Maschinen kannst du die versteckten Maschinen so oft benutzen, wie du willst. Toll, ne? Cool. So, willst du was über die Traumbrache erfahren? Du musst so einen Traumdust finden und dann können wir dich in die Welt schicken. Cool, dankeschön. Tschüss. Mehr gibt's ja auch nicht, weil das ist eher was für Online-Content. Ich weiß, das ist ja hier eigentlich online, ne? Aber egal. So. Ich muss dem, da ist er wollte. Hallo, ich wollte Zerschneider beibringen. Zerschneider, so. Benutzen. Geben wir Video. Ja, so. Gut. Gut, 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 gut. Dann machen wir den hier mal weg. Und hopp. Mia! So. Och, ne, jetzt kommt die Olle auch noch, ey. Ja, Bell, geh schon mal vor. Oh, Bell. Du, hast du auch gerade diese Geräusche hinter der Wand gehört? Ja, Bell, hab ich. Lass uns nachsehen gehen. Ja, wollte ich sowieso, Bell. Mann, Mann, Mann. Ein Somnian. Hey, warte!
Da haben wir einen Zoom-Diam. Los, stoß schnell deinen Traumdunst aus. Moment mal. Was macht ihr hier? Wer wir sind? Tag und Nacht im Einsatz. Wir sind Team Plasma und wir wollen den Traumdunst von Zoom-Diam und Zoominova. Hey, wir zwei mit deinem Traumdunst. Oh, wir müssen was tun. Oh, Hilfe doch. Junge, wir sind Trainer, wir können gegen die kämpfen, Bell. Ja, Kabito, Hilfe! Ja, guck mal, du bist mir ja super, ne? Danke schön, dass du mir hilfst, hier die Trainer zu zerstören. So, Krillmann, das ist dein Einsatz, ein Escher. Super! Getroffen! Und, okay, über die Hälfte, das ist super abgesetzt. Oh nein. Dann nehme ich Filio. Filio. Und Kampf. Den Katze. So, ich muss gleich mal wieder den Schaden zu Schneider machen. Kampf macht der Schneider. Stärke 50. Oh, jetzt ist stärker. Okay, dann nehmen wir den Schneider. Gut gemacht, Filio. Das schaffen wir aber. Oh, ich weiß gar nicht, wann sie viel Blut überhaupt entwickeln. Auch relativ spät. Ja, super. Wir sind Team Plasma besiegt. $400, danke schön. Hast du den Kampf gegen ein Kind verloren? Haha, lass mich mal. Du nutzt nichts. Ja, du hast ein Filio. Okay. So, Filio wird jetzt dann sterben, aber es ist ja nicht schlimm, ne? Opfern wir halt einfach. Aber vielleicht kannst du noch eine Attacke machen. Ja, kann ich. Perfekt. Gut gemacht, Filio. Du warst super. Dann, ich hole Otto. Otto braucht ein paar Leben. Für eine Entwicklung. Und Akonnahme. Oh, Filio schneller. Okay, ist auch eine Katze, ne? Katzen sind ja generell schnell. Und Pinguine. Nicht wirklich. Und ist das ein Otter? Otto, ja, ist ein Otter. Wenn es schon so heißt. 42 war Otaro. Aus vom Albtraum. Das gibt's doch nicht. Wir haben beide verloren, aber wir brauchen diesen Traum uns unbedingt. Ah, hör schon auf! Oh, da kommt dieser Mann. Was soll das hier werden, wenn es fertig ist? Wir von Team Plasma haben es uns zum obersten Ziel gemacht, alle Pokémon aus der entwürdigenden Knechtschaft zu befreien, die ihnen einst das törichte Menschengeschlecht aus niederen Bewegungen aufgezwungen hat. Doch, wenn ihr dieser ehrenwerten Aufgabe nicht gewachsen sein solltet, das ist nicht der G-Sys, der seine Anhänger um sich schart oder mit beschönigenden Reden die Leute zu betrügen versucht. Nein, das ist der Gesis, der erbarmungslos straft, wenn man was sagt. Wir verschwinden besser, bis er sich wieder beruhigt hat. Okay. Oh, er ist weg. Lol. Okay. Was denn? Was war das denn gerade? Dieser Gesis ist mal da, mal dort. Naja, und das Pokémon war... Vivian, ich konnte einfach nicht mehr länger warten. Ich musste herkommen. Huch, ein Somnivora. Was ist hier passiert? Oh, Vivian. Also, da war zuerst das Somniam, aber dann kam Team Plasma und dann kam plötzlich das Somninovaora. Das hat uns wohl einen Traum gezeigt. Und Team Plasma hat dann, verstehe, Somnivora ist die Weiterentwicklung von Somniam, weißt du? Und als es merkte, dass das Somniam in Schwierigkeiten steckte, hat es seine Fähigkeit eingesetzt, um einen Traum erscheinen zu lassen. Ein Traum, der das Somniam rettet? Oh, einen Moment mal. Ist das etwa der Traumdunst? Damit kann ich meine Forschung vollenden. Kommt doch nachher bei mir daheim vorbei. Ja, müssen wir wahrscheinlich, ne? Ja, okay. Ja, Leute. Wir schnappen uns noch da hinten den Pokéball. Und... Ja, den haben wir dann auch.
Dann gehen wir auch noch eben zu Vivian. Vivian? Zu Vivian. Damit wir auch mit der Stadt hier fertig sind. Weil so schnell besuchen wir die hier bestimmt nicht normal. So, Kampf mit bis. Bis. Silberblick, okay. Ja, haben wir geholt. Okay, gut. Dann schnell hier raus. Wo war der Eingang? Da. So. Und hopp, hopp, hopp. Sie wartet schon auf mich. Und der Part will ja auch gleich schon wieder beendet werden. So, einmal hoch. Und Vivian, ich bin da. Hallo. So. Tada! Dank euch bin ich endlich im Besitz des Traumdunstes. Damit können wir jetzt die Daten verschiedener Trainer sammeln. Spitze. Zum Dank habe ich es so eingerichtet, dass du ab jetzt das Ziel verwenden kannst. Mit Hilfe des Ziel kannst du per Internet. Ja, das interessiert uns eigentlich nicht. Weil wir können ja eh nichts machen. Ne? Dankeschön für das Ziel. Bist du mit der Wi-Fi Connection? Der Nintendo DS? Ja, Nintendo DS. Super. So, kann ich jetzt gehen? Bitte, ich will jetzt gehen. Nee, du hast mein Interesse nicht entflammt. Oh, jetzt kommt die kleine Au noch, ey. Oh, ja, ein kleines Dankeschön. Oh, Dankeschön. Was ist das? Ein Adressbuch, ne? Ja. Ja. Das gibt's aber nicht mehr. Das gibt's in Sonne und Bund nicht mehr und in XY auch nicht. Da gibt's nur noch im Festival Plaza. Okay, Leute, das war's mit Poke MMO. Wollte schon wieder Pokémon Evolution Online sagen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann demnächst wieder und bis dann, haut rein, euer Kamito und ciao.